Hallo, hier bin ich wieder. Amos aus Ostfriesland. Heute wollen wir mal unsere Fütterung überprüfen. Denn wenn wir Kraftfutter bekommen haben und die Sorte bzw. die Partie geändert worden ist, müssen wir die Dosierer bei den Futtermotoren bzw. die Futtermotoren kalibrieren, damit die Tiere genau die Menge bekommen, die sie brauchen. Nur mal ein Beispiel, wenn sie anstatt einem Kilo, was berechnet ist, nun 1,2 Kilo bekommen, dann bekommen sie meinetwegen jeden Tag ein halbes Kilo zu viel. Und bei einer Herde von 100 Kühen geht das dann schon ganz schön ins Geld. Denn Kraftfutter ist mit das teuerste Futter, was wir füttern. Und da müssen wir da sparsam mit umgehen. Und wenn wir Geld verdienen wollen, und das wollen wir ja hoffentlich alle, müssen wir ab und zu mal eine Kalibration vornehmen. Und dazu müssen wir unsere Sachen erstmal zusammensuchen. Erstmal müssen wir die Software auf Testmodus schalten. Dann brauchen wir unser Testpedometer und natürlich eine Waage und entsprechende Dosen. Wir lassen nun Kraftfutter in unser Döschen laufen. Nun wird die Probe gewogen. Wie ihr seht, 1467 Gramm. Nun haben wir unsere gewogenen Mengen in den PC eingegeben und dann sind hoffentlich die entsprechenden Futtermengen wieder richtig dosiert. Das heißt, die Kühe bekommen das, was sie bekommen mussten. Bei dem Kalibrieren. Diesmal haben wir festgestellt, dass die Kühe tatsächlich ein bisschen zu viel bekommen haben. Und somit hat die Kalibration sich auf jeden Fall gelohnt. Denn dadurch sparen wir jetzt Futter und somit auch Geld. Und daran kann man auch sehen, wie wichtig das ist. Wenn man das nämlich das ganze Jahr über nicht macht, dann kann das schnell mal ein LKW voll, und LKW, das sind 25 Tonnen, mal verschwinden, ohne dass man weiß, woran es liegt. Bis dann, euer Amos aus Ostfriesland.